Samstagabend. Die Gang macht sich ready für den Club. Schon mal auf Sendung kommen, Fits checken, Techno ballert aus der Bluetooth-Box. Aber an dir nagen Zweifel. Werde ich ins Berghain kommen? Ist mein Outfit cool genug? Bin ich cool genug? Ey, damit bist du nicht allein. Vielleicht war dein erster Fehler schon, samstags hinzugehen. Aber ey, woher kommt auf einmal der Hype um Techno? Warum fliegen Leute um die halbe Welt fürs Berghain? Wieso steht Rave Rap jetzt ganz oben in den Charts? Und was haben FIFA 2004, Elon Musk und Corona damit zu tun? Bevor wir über Friesenjungs sprechen, müssen wir ein bisschen in die Rave-History schauen. Auf eine Art kommt elektronische Musik einfach aus Deutschland. Um genau zu sein, aus der Düsseldorfer Kneipe Cream Cheese. Da hängen Anfang der 70er die Kunststudenten von Josef Beuys ab. Vielleicht kennt ihr seinen Fettstuhl. Die gründen eine Band, Kraftwerk. Auf Roboter angelehnt, mit mies futuristischem Sound. Die New York Times sagt, Kraftwerk sind die Beatles von EDM. Ja, die haben im Endeffekt ganz viele elektronische Musikstile zusammengemischt. Die waren auf jeden Fall die ersten, die elektronische Musik gemacht haben auf diesen düsteren Vibe. Das war halt damals wie vom anderen Stern so. Vor allem, wenn sie dann auch mit diesen Puppen dann aufgetreten sind. Auch in den USA haben sich die ersten Techno-Künstler auf jeden Fall von Kraftwerk vieles abgeschaut. Schon 1981 singen die über Computer Love. Wenn man Tinder und Co. anguckt, haben die Jungs einfach die Zukunft vorhergesagt. Mit Hits wie Autobahn und Model wird die Band auch in den USA bekannt. Genau da endet in den späten 70ern die Disco-Ära und macht Platz für Neues. In Chicago gibt's House, in Detroit wird Techno geboren und in New York entsteht Hip-Hop. Wichtige Inspirationsquelle für alle drei, Kraftwerk. Hört mal das Sample. Jay-Z, Sunshine und so, zum Beispiel Kraftwerk-Sample und jetzt neuerdings war es ja, glaube ich, Shirin David. Ne? Hat schon was zu heißen, glaube ich, so, ne? Wenn sich so viele diese Samples benutzt haben, ist schon krass. In Chicago ist Frankie Knuckles Resident DJ im schwulen Club Warehouse. Er legt Soul, R&B und Italo-Disco auf und spielt live auf dem Drumcomputer dazu. Bald läuft sein Sound auch in anderen Clubs und wird House genannt. Auf den Partys entsteht in den 80ern ein neuer Space für die Queer-Community. In Detroit werden die Highschool-Freunde Juan Atkins, Derek May und Kevin Saunderson Mitte der 80er als Belleville 3 genannt. In ihren Tracks treffen kalte, atmosphärische Synthies aus Deutschland auf die dynamischen Drums von Detroit Funk. Das bricht mit Gewohnheiten. Ende der 80er wird das Genre weltweit Fame und kriegt einen Namen, Techno. Okay, das war jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Der Futurismus von Kraftwerk wurde in den USA zur Grundlage von House und Techno. Und die Aufbruchstimmung von Raves und Exzess kam auch in Europa an. Ballert einfach und es muss auch niemand den Text checken. Ich glaube, es gibt kaum auch eine Szene, wo so viel Akzeptanz auch da ist. Ist schon echt auch fortschrittlich gewesen. Jede Sprache versteht Techno und auf dem Dancefloor ist es egal, welche Sprache du sprichst. In UK stapfen die Kids in den 90ern auf Pillen zu Acid House über den Acker. Und in Deutschland wird Techno der Soundtrack zum Mauerfall. Wer im geteilten Berlin aufwächst, kennt nur die angespannte Krisenstimmung. Aber nach dem Mauerfall gab's auf einmal Nightlife. Viel Leerstand, keine Sperrstunde und die Behörden haben eh andere Probleme. Was die Behörden? Und diesen Freiraum genießen. Wenn man so an die Deutschen denkt, wie genau die sind mit Behörden und mit Papierkram und so, es muss alles angemeldet sein und das Gesundheitsamt und diese Lampe darf da nicht hängen und so. Damals, ey, die sind nicht hierher gekommen. Genau. Das sagen ja auch alle, dass damals auf diesen Techno-Partys sich halt irgendwie alle getroffen haben. So Wessis und Ossis, so waren ja auch einfach verschiedene Mentalitäten. Und es war halt eben scheißegal, wo du herkommst, wer du bist, was du denkst. Techno-Pioniere spielen stundenlang Sets in alten Industriegebäuden. Walfisch, Planet, Tresor. Berlin wirkt vielleicht so kalt und grau wie Detroit. Aber es liegt eine gewisse Atmosphäre in der Luft, als wäre alles möglich. Im dunklen Club auf Pillen oder Acid wird der Minimalismus von Techno zu einer Art kleinsten gemeinsamen Nenner für alle, die noch ein bisschen auf der Suche sind. Dein Körper löst sich in der Masse auf, Laser blendet und alles verschwimmt. Viele enjoyen es einfach, ein Rave auch als Excuse zu nehmen, um sich richtig halt aus dem Leben zu ballern. Da ist es so voll normalisiert, sich einfach voll die Birne wegzuknallen. Egal, was sich von dem Typen neben dir draußen auf der Straße unterscheidet, jetzt gerade hier auf dem Dancefloor könnt ihr euch auf das Four-to-the-Floor-Grundgerüst einigen. Es gibt welche, die dann zum Beispiel so 8 Stunden lang, wenn sie dann so lange spielen, so relativ
den gleichen Beat spielen und dann verfällst du automatisch irgendwie in so eine Hypnose. Und manche mögen das halt nicht. Es geht nicht darum, irgendwie gut auszusehen, es geht nicht darum, irgendwie irgendjemanden zu klären oder so, sondern es geht wirklich so nur um die Musik und irgendwie um zusammen eine gute Zeit zu haben. Deshalb ist die Szene so ansprechend für alle, die am Rand der Gesellschaft stehen. Jeder kann sein Ding draus machen und Techno wird zum Soundtrack der neuen deutsch-deutschen Freiheit. Neben Berlin wird Frankfurt die zweite Techno-Hochburg. Dort gibt es früh das Dorian Gray, ein Club im Flughafen. Prägende Figur in Manhattan, Sven Feeth. Als der im Airport auflegt, ist er gerade mal 17. Das ist halt so einfach Legende, weil er halt einfach auch schon so krasse Sets einfach durchgezogen hat, so 30 Stunden nonstop gespielt und so. Mit zwei Freunden eröffnet er später den Club Omen. Der wird zu einem der wichtigsten Orte für Rave in Europa. In den Mainstream kommt Techno durch zwei Berliner Events, Mayday und Love Parade. Love Parade wäre ich auch gerne dabei gewesen. Auch meine Eltern, die waren da damals und die meinten, es war geisteskrank. Also damals war schon so ein anderes Freiheitsgefühl, als es heute ist. So ein bisschen dadurch ist dann auch Berlin so zu dieser Techno-Stadt geworden. So, ne? Die erste Love Parade ist als Demo angemeldet mit dem Motto Friede, Freude, Eierkuchen. 1989 sind etwa 150 Leute dabei. Drei Jahre später berichtet schon die Tagesschau. 1997 knackt die Love Parade die Million. Marusha wird mit der Rave-Version von Somewhere Over the Rainbow kommerziell erfolgreich und die OGs sprechen vom Ausverkauf. Was mal in Chicago und Detroit als Queer und schwarze Gegenkultur angefangen hat, wird in Europa quasi über Nacht Mainstream. In den Clubs, wo ich war, es waren immer eher queer Clubs. Ist halt immer ein bisschen schade, wenn dann die Leute halt nicht mehr wissen, von was es eigentlich kommt. Da gibt es eine ganz starke Connection, so, dass die Menschen, die mussten sich das erkämpfen. Die Leute zieht es dann halt irgendwie an, weil es irgendwie cool ist und irgendwie was auszusagen hat. Und dann wird es halt irgendwann größer und größer. Auf der anderen Seite kann man auch nichts dagegen haben, wenn was Mainstream wird. '98 öffnet in Berlin ein Ort, der dahin zurückgeht, das Ostgut. Der Club wird ein wichtiger Space für schwule Männer, aber genauso berühmt für den harten Techno. Deshalb feiert die queere Szene dort bald mit Rave-begeisterten Heteros Seite an Seite. 2003 muss das Ostgut schließen. An der Stelle wird die Mercedes-Benz-Arena gebaut. Schon ein Jahr später öffnet das Kollektiv in einem alten DDR-Heizkraftwerk. Fast nebenan den offiziellen Nachfolger, das Berghain. Sie will zu Skript ans Berghain. Unsere Kinder wollen ins Berghain rein. Berghain mit Junk. Komm, wir gehen ins Berghain. Bester Club der Welt. Die haben einfach die beste Anlage, die hatten den besten Sound, es war dunkel, es gab keine Fotos. Und da fühlen sich dann Leute natürlich auch, sag ich mal, safe, sicher, einfach so Party zu machen, wie sie Bock haben. Wenn ich da bin, dann fühle ich mich auch frei. Man kann sich so schön verlaufen, man hat so einen Spielplatz für Erwachsene. Für mich ist es so ein bisschen so ein Meme geworden. In Berlin, man ist so spät draußen oder so und es kommen irgendwelche Touris aus Australien oder so und es geht halt immer ums Berghain. So. Irgendwie als Berliner so ist auch Berghain einfach nicht so der Club der Wahl, sag ich mal. Ich war letztens da und dachte, ich möchte eigentlich nicht mehr hingehen, weil sie haben die Anlage geändert, sie haben das Licht verändert, es ist viel zu hell, man sieht eigentlich alles. Also sie haben halt krasses Line-Up, so coole DJs, aber da hört es dann halt auch irgendwann auf. Als Ostgut-Nachfolger hat das Berghain direkt Status. Das Konzept wird ausgebaut. Mit Fetischpartys und stundenlang Sets von Top-DJs wird der Club zur internationalen Pilgerstätte. Auf den Floors und in den Darkrooms trifft eine perfekte Mischung aus queerem Underground, anerkannten Trendsettern und Rave-Touris aufeinander. Der Mythos Berghain lebt von Berliner Freiheit, aber auch von Gerüchteküche und Exklusivität. Nicht umsonst stellen sich jedes Wochenende tausende Leute mehrere Stunden in die Schlange. Und wenn du es geschafft hast, reinzukommen, stolperst du von der Säule ins Lab, dann über die Stahltreppe auf den Mainfloor. Die Bässe pumpen aus der Function One. Angeblich eine der besten Anlagen der Welt. Paar Stunden später scheint der Sonnenaufgang durch die großen Fenster der Panoramabar. Und du bist komplett lost. Aber darum geht's ja auch irgendwie. Darum geht's. Lost muss man jetzt nicht unbedingt sein und kann auch unlost Spaß haben. Wer es genau wissen will, muss selbst ins Berghain. Weil da gilt striktes Fotoverbot. Wer den Sticker von der Handykamera entfernt, fliegt raus. Es geht dann halt, dass man andere Gäste und ihre Privatsphäre schützen möchte. Das ist ja auch die einzig gute Erfindung. Safe. Da passieren Dinge im Nachtleben und keiner will in Social Media landen,
bei irgendwas. Touris, die flexen wollen, lassen den auch noch danach ein paar Wochen drauf. Das Fotoverbot hat einen Grund. Das Berghain soll immer noch Freiraum sein, um sich auszuprobieren, den Alltag zu vergessen und sich ein bisschen zu verlieren. Gerade im Darkroom kann das nur funktionieren, wenn wirklich gilt, was im Berghain passiert, bleibt im Berghain. Davon lebt der Club auch, weil, wenn nur Insider wissen, kursieren die wildesten Gerüchte. Gerade in so einer Generation, wo wir leben, wo halt jeder Scheiß gefilmt wird, kannst du halt dann mal machen, was du willst. So. Ich könnte auch einige Storys erzählen, sind natürlich alle nicht jugendfrei. Wo so ein bisschen Mystery drin ist, so, dann denken sich Leute auch teilweise irgendwelche Sachen aus. So. Das trägt eher nur dazu bei, dass die Leute noch mehr dann so denken, oh, was ist das? So, keine Ahnung, Alter, ich will da rein. Das gehört ja dazu, das soll ja so sein. Das Berghain ist mit dem Konzept schon lang nicht mehr allein, aber in der Hinsicht einfach Legende. Hermann Platz, Stecherei, Touris vor dem Berghain. Ich war noch nie im Ich bin der, der im Berghain die Pissrinne austrägt. Wer ins Berghain will, sollte Zeit mitbringen. Die ewig lange Schlange ist sowas wie das Markenzeichen. Es gibt sogar einen Insta-Account, der Live-Updates von der Situation vorm Club gibt. Und wenn man die Wartezeit geschafft hat, ohne nüchtern zu werden, wartet der Türsteher Sven Marquardt. Der ist eigentlich Fotograf und ein bisschen das Berghain-Maskottchen, auch wenn er heute immer seltener selbst vorm Club steht. Seine Tür gilt als mies hart. Denke ich auf jeden Fall, dass da manche Menschen auch nicht rein sollten, weil andere da wieder in ihrer Freiheit eingeschränkt werden würden und das dann den Vibe zerstören würde. Ich glaube eher, dass man da nicht reinkommt, wenn man halt eben wirklich so verkrampft irgendwie irgendwas sein will, was man nicht ist und man sieht es halt schon aus 10 Metern Entfernung. Er gibt mir ein bisschen Carsten Stahl-Vibes. Kennt ihr Carsten Stahl? Shout out to my homie Sven. Wie viele Leute kommen wegen ihm nach Berlin? Und nicht wegen Theater des Westens. Ist aber auch geil, Theater des Westens. Ist auch geil. Marquardt selbst sagt, er ist ein Kurator, zuständig für die richtige Mischung an Leuten. Und wenn er sagt, passt heute nicht, heißt es Walk of Shame an der Schlange vorbei. Das ist angeblich sogar Britney Spears, Macklemore und Elon Musk passiert. Aber finde ich auch gut, dass die keine Ausnahmen machen bei Prominenten. Solche Leute, die mit Geld oder mit einem Ferrari ankommen oder wie auch immer, die sind nicht unbedingt cool. Oder die können auch nichts beitragen zu der Party. Safe mit Absicht haben die das gemacht. Wenn die jetzt jeden reinlassen würden, dann wird sich da auch keiner anstellen. Wobei, wenn Elon Musk da mit Tesla teilen reingehen würde, wäre schon krass. Ja. Der Mythos Berghain hält sich seit fast 20 Jahren und überträgt sich auch auf die neue Generation Raver. Mach TikTok auf und du siehst die Ästhetik überall. TikTok hat Techno kaputt gemacht. Es geht dann so weit, glaube ich, davon weg, von dem, was es eigentlich ist. Ich glaube, das fuckt auch voll viele Leute ab, die wirklich Techno gerne hören. Irgendwelche queer, kinky Leute, die das machen, ist ja auch alles krass und cool. Aber diese ganzen TikTok-Leute, die sich das abgucken, keine Ahnung. Jetzt haben halt alle diese Outfits an, alle machen irgendwie auf kinky, keiner weiß, worum es da eigentlich wirklich geht. Das Geile ursprünglich daran war ja auch, dass es halt irgendwie nicht im Internet stattgefunden hat. Gehört aber auch dazu, was soll man machen. Wir gönnen jedem seinen TikTok-Klicks. Dass Rave-Talk so groß wurde, liegt auch an Corona. Eine ganze Generation war endlich alt genug für die Clubs. Aber die waren halt zu. Darum haben illegale Raves zu der Zeit noch extra Boom bekommen. Total raus, vorne links. Wir drehen auf, vorne links. Drogen raus, vorne links. Ohne Pause, vorne links. Spätestens im Winter 2021 passiert das, was Boiler Room schon lange pusht. Rave findet online statt. DJs streamen ihre Sets und die Techno-Kids filmen sich beim Rave allein zu Hause. Ich hab's gehasst, so ohne Crowd und dann musst du irgendwie doch für Leute spielen, die du nicht siehst. Das war so komisch. Schon traurig, oder? Rave allein zu Hause. Aus einer Notsituation was kreieren. Ist doch geil. Dann hat sich auch der Style ganz schön halt geändert. Die Musik ist ja jetzt einfach 20 BPM schneller geworden, also von 140 auf 160. Weil natürlich, wenn dann so ganz junge Leute kommen, die scheißen auch auf vieles so. Die haben einfach so viel Energie, die sie in den letzten 2 Jahren nicht rauslassen konnten. Deshalb muss jetzt alles ganz schnell und ganz hart sein. Als die Clubs wieder öffnen, kommen Nostalgie und Alltagsflucht zusammen. Und dokumentiert wird auf TikTok. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich ins Berghain reingekommen bin. Zum Beispiel da wäre jetzt ein Sticker mal angebracht gewesen. Auf einer Party, Film geht wirklich nicht. Wenn man die ganze Crowd Handys in den Händen hat, finde ich es auch manchmal ein bisschen schade, weil es halt irgendwie um die Musik geht und es wäre halt schon irgendwie nice, wenn die Leute das mehr genießen würden, aber wenn sie irgendwie ihren Favorite DJ sehen und ein Video machen wollen, ist ja auch irgendwie schön. Sorry, das ist halt wirklich schon so Selbstinszenierung auf dem höchsten Level, aber auf der cringesten Art und Weise, die es gibt. Manche mögen es lieber so, dass halt nichts gezeigt wird. Manche wollen halt alles von der Party sehen und fühlen sich dann halt irgendwie so, als wenn die selber dabei wären und
finden es halt irgendwie cool. So wird die Rave-Culture zugänglicher. Und dass TikTok eine große Rolle bei der Suche nach Identität und Orientierung spielt, brauchen wir euch ja nicht zu sagen. Was viral geht, kommt in die Playlisten und in die Charts. Und immer häufiger sind es gerade Tracks mit heftigen Rave-Einflüssen. Disco-Partisane, Disco-Disco-Partisane. Ist kein Zufall, dass diese Tracks knallen, weil TikTok verändert gerade grundlegend, wie Pop funktioniert. Ein Hashtag Ravetalk-Hit bauen geht ungefähr so. Du brauchst 10 Sekunden, die erst bisschen ruhiger sind, dann kommt der Break für die Transition und danach muss bös ballern. Am besten, die Älteren kennen das Sample aus FIFA 2004. Und dann stellt dein Label noch schön ein, dass der Sound auf TikTok Stani-mäßig ab kurz vor dem Drop spielt. Zack, Hit. Jetzt so R&B hast oder so, da muss es halt ein geiles Lied sein, damit es funktioniert, weil einfach du kannst nicht Geilheit in 14 Sekunden packen, aber bei Techno geht es halt. Wir glauben, mit Rap auf Techno klappt das besonders gut, weil Techno bringt die nötige BPM mit, Rap bleibt mit charmanten Slogans im Ohr hängen und weil beides auf Sampling basiert, lässt sich jeder 90s oder Y2K Song noch einmal neu auflegen. Oh mein Gott, bist du Blümchen? Ich bin kein Kenner, doch ich bin ein Feinschmecker. Damals waren halt irgendwelche Soul-Samples aus den 80ern, die Dr. Dre irgendwie 2002 genommen hat. Und jetzt doch cool, gehört doch dazu, irgendwie alte Sachen wieder aufzuarbeiten. Ich bin der Meinung, dass es dann halt so angefangen hat, dass halt viele so in der Jugend so Hip-Hop privat zu hören, aber auf die Raves gegangen sind. Es war irgendwie fast schon klar, dass es irgendwann so kommen muss. So, ne? Chiago und Domi sind ja auch echte Raver, deswegen kann sich das auch aneignen. So, ist real. Auch wenn Real Keeper den Kopf schütteln, Rave und Deutschrap ist eine alte Liebe. Aber mehr so on-off-mäßig. Weil in der Eurodance-Wave der 90er waren Rap und Elektro oft gar nicht so genau auseinanderzuhalten. Und zur Jahrtausendwende gab's dann Bassmusik mit dicken 808s. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mala? Tanga, keine Short. Bei Frauenarzt war auch wieder Kraftwerk-Sample drin. Ne? Aber schon kurz darauf wird Rave zum Feindbild für Straßenrap. Die Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ihr alle Raver, Raver. Also es war voll uncool für die Hip-Hop-Szene, so Raver, Techno, alles. Aber vielleicht auch nur für Leute, die nicht raven gehen. Ist das negativ? Ich find's irgendwie witzig, ich weiß nicht. Ich bin kein Mensch, der gegen irgendjemand was hat, aber irgendwie macht es einfach Spaß, so ein bisschen gegen Raver zu hetzen, wenn man so Rapper ist. Genau, die machen jetzt wirklich viele Sachen auf Techno-Beats. Aber viele Rapper gehen damals schon lieber auf Techno feiern als zum Cypher-Kreis. Hat uns Harris in der Air Max-Folge gesagt und hört man auch in Songs. Bei manchen sind es nur einzelne Tracks, andere kommen mit Techno-Rap in die Charts. Aber abgesehen von Atzenbrillen und Cem gab es im Deutschrap nie so einen richtig krassen Rave-Hype wie heute. Dank Ago Domiziana und Co. stehen queere Rave-Culture, Y2K-Nostalgie und Deutschrap jetzt Hand in Hand auf Platz 1 der Charts. Das gibt den ganzen Subgenre einen Push und ständig gehen neue Sounds in jedem Style viral. Fuck, wer hat an der Uhr gedreht? Schoki 287 ist natürlich auf dem Tape vertreten. Dein Arsch muss sich zum Bass bewegen, sonst fickt mein Arsch dein ganzes Leben. Stellt sich aber trotzdem die Frage, was macht das alles mit der Clubkultur? War eh am Struggeln wegen Pandemie. Wenn nur noch 10 Sekunden catchy Geballer zählen, sollen DJs dann 300 Songs in der Stunde spielen? Und sollte beim Techno nicht ursprünglich die Musik im Mittelpunkt stehen? Ja, sollte schon im Mittelpunkt stehen. Die Kids kommen vielleicht wegen irgendwelchen anderen Sachen so, aber am Ende zählt wirklich auch so die Musik. Wenn das irgendwie langweilig ist und die Leute dann keinen Bock mehr drauf haben, dann kommen die auch nicht mehr. Nehmen wir das Berghain. Der Club bietet einen Freiraum, um sich ungehindert und unbeobachtet entfalten zu können. Rave Talk ist auf eine Art genau das Gegenteil. Selbstdarstellung mit Spotlight statt Darkroom. So die Ur-Raver, die lassen sich davon nicht beeinflussen. Die Culture wird zum vermarktbaren Style mit TikTok-Tutorial und verliert dadurch vielleicht das große Freiheitsgefühl. Auch für die queere Community, die die ganze Ästhetik erst etabliert hat, bleibt halt wie bei jedem Hype die Frage, wer fühlt's wirklich? Und für wen ist der Besuch im Darkroom nur so Jochen-Schweizer-mäßig Erlebnisurlaub? Und vielleicht ist der aktuelle Hype sogar Teil derselben Gentrifizierung, durch die viele Clubs sterben. Ich habe eher das Gefühl, dass es gerade ein krasser Boom ist an Gästen.
Ich meine, Humboldt-Hain hat ja auch jetzt übelst einen Struggle so. Mensch, Meier muss jetzt irgendwie zumachen. Also es ist schon... Rest in Peace, da bin ich groß geworden. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, dass die ganzen Clubs zumachen. Das ist ja... ja, was total Politisches. Und obwohl die Stadt profitiert davon, wird die Kultur jetzt nicht unterstützt. Und das ist halt uncool. Es ist ja für die auch mega dumm, wenn sie alle Clubs schließen, so, dann kommt ja auch keiner mehr nach Berlin, dann geht die Wirtschaft auch runter. Was die Politik auf jeden Fall versteht, ist Geld. Ja? Und Steuereinnahmen. Und es muss vielleicht noch ein paar hunderttausend Mal gesagt werden, dass wir wichtig sind. Aber was denkt ihr? Sicher ist, durch Hashtag RaveTalk verändert sich die ganze Kultur. Und nicht immer nur zum Besten. Vielleicht beruhigend? Rave hat in den 90ern schon einmal den kompletten Ausverkauf erlebt und war trotzdem nicht tot zu kriegen. Und ganz ehrlich, Berghain hin oder her, nichts ballert so wie komplett verwirrt auf illegale Rave durch den Wald zu stolpern, oder? Ey, was meint ihr? Kommt bald der große Hype um Country wegen der ganzen Pferdemädchen oder bleiben wir noch eine Weile auf Disco Pogo hängen? Danke für den Tipp, wir machen Country jetzt. Nächstes Jahr Album incoming. Der eine hat es doch schon vorgemacht, wir machen es nach. Ist das eigentlich wirklich so einfach, auf TikTok berühmt zu werden? Unsere Freunde von Reporter haben es ausprobiert